Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, in der heutigen Folge werden wir schauen, dass wir die Insel Melos abschließen können. Dann sind wir hier nämlich auch durch. Dann haben wir eigentlich rein von den Gebieten her eigentlich gar nicht mehr viel. Ich glaube, zwei kleine Inseln dann noch. Und dann ist gebietstechnisch hier in dem Spiel Schluss erstmal. Und wir müssen dann halt nur noch Kultisten, ein paar Söldner, glaube ich, müssen wir noch umbringen, so Nebenquests-Gedöns machen, damit wir auch dann die Platin-Trophäe erreichen. Genau, dann würde ich sagen, weiter geht's mit Melos. So, wir holen uns auf jeden Fall mal... Oh, das regt mir auch mal so auf mit den blöden Fotos hier. Wir holen uns gleich mal den Aussichtspunkt. Den hätte ich mir vorher schon mal holen können. Den hätten wir hierher porten können und nicht mit dem Schiff fahren müssen. Und wir haben rein questmäßig, haben wir gar nicht mehr so viel. 8 Quests noch oder so. Okay, wir haben natürlich schon noch ein paar Inseln, wo ein paar Quests noch offen sind. Aber ich glaube, das sind jetzt keine relevanten... Trophy Quests. Wir müssen halt da mal schauen, auch wenn das Trophy ist, was wir noch alles machen müssen. Okay, ein paar Dinge sind sowieso klar, wie Kultisten töten, Speer auf Stufe 6 bringen, aber der wird automatisch auf Stufe 6 dann gebracht, sobald alle Kultisten tot sind. Also ich denke, es wird schon noch einige Folgen geben, vor allem bis die Kultisten dann mal down sind, weil die müssen wir ja eben auch suchen. Aber wir haben gar nicht mehr so viele. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ich glaube, ich hatte offscreen 2 oder 3 gemacht. Ich sehe jetzt, so viele sind es nicht mehr. Hier unten ist noch ein bisschen was offen. Der Baum ist fertig, der Baum ist fertig, der Baum. Hier müssen wir einen finden in Attica. Den haben wir auch schon gesucht, finden aber nicht. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen genauer schauen. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Inseln soweit durch. Und wenn die durch sind, fangen wir dann mit den Kultisten an. Weil ich denke mir nämlich, wenn wir dann alle Inseln jetzt machen, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen zufällig. Ist uns ja schon öfters passiert, dass wir zufällig einen gefunden haben. Haus des Anführers. Den werden wir erstmal gleich mal snacken. Hier werden sie unser Kopfgeld mal ein bisschen weggeht. Ich merke schon, ich muss bei den Dolchen auch was machen. Die sind schon ein bisschen schwach. Ja, doch schon alles 51 jetzt hier. Weil es ja in der Hinsicht kein Level 50er Cap gibt. Also nicht mehr nach dem Patch. Okay. So, was brauchen wir jetzt hier? Kriegsorte für Ben Ostragon, Rätsel finden, Schätze plündern. Jetzt nicht schreien, jetzt auch nicht schreien. Meine Flamme geht auch wieder. Und denke mir, wird oben auch was sein. Kriegsvorräte. Eine Ego-Rüste geht schneller. Da einmal. Mein Rätsel ist da oben. Kriegsvorräte. Wo haben wir das gesehen? Hier unten.
sind sie. Okay. Super. Läuft gut. Dann geht's gleich weiter. So, hier ist alles fertig soweit. Wollen wir noch auf den Heldenkampf schauen? Hier war drüben waren wir, da drüben waren wir auch. Somit wäre die Insel eigentlich fast durch. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber, schauen da noch ein bisschen rum und dann machen wir auch die letzte Schlacht in dem Gebiet und sind somit durch. Okay, dann müssen wir jetzt einen anderen Weg suchen. Oder wir schwimmen einfach schneller rüber. So weit ist es ja nicht. Das Schwimmen einfach schneller geht. Leute, wenn euch hier das ein bisschen gefällt und ihr Spaß dran habt, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Würde ich mich sehr freuen. Bisschen Support. Okay. Die haben hier aber fragezeichenmäßig gar nichts mehr. Also ich glaube auch nicht, dass hier noch was ist, aber man weiß ja nie, vielleicht ist irgendwas Verstecktes da. Mir gefällt es ja, hier so alles ein bisschen zu erkunden und so. Habt ihr bestimmt schon gemerkt. Oh, hier ist ein Opferplatz hier. Was ist das, ein Schwein, oder? Kommt die denn alle hier aus einer Höhle? Nee, eine Höhle ist hier nicht. Ich werde mal schnell übernachten, weil das regt mir auf, wenn es so neblig ist und ich überhaupt nichts sehe. Ein Tag ist besser. Ist zwar auch noch neblig, aber nicht mehr so extrem. Okay, scheint auch nichts mehr zu sein. Können schon noch mal da runter gucken. Hier ist nichts mehr. Außer ein bisschen Material und so ist hier nichts mehr. Okay, jetzt schauen wir mal zu den Kultisten, weil ich hatte nämlich irgendwas gelesen mit Obsidiansinseln. Das war der nicht. Der da, war der da. Den Kultisten, da. Eine Schwächung der Obsidianzinseln wird Sokos in eine Seeschlacht hineinziehen. Okay, Seeschlacht. Könnte das eventuell da vorne dann eine Seeschlacht werden? Weil wir haben ja im Endeffekt, hier ist ja nichts, wo man groß Schlachten machen könnte, glaube ich. Das heißt, wir werden jetzt mal hier rüberreisen und dann mal eine Schlacht nehmen. Ich weiß ja bloß nicht, ist es auf Athener Seite oder ist es auf Spartiatenseite. Ja, wir brauchen auch noch legendäre Seeleute. Ah, die müssten eigentlich gehen.
Das können wir uns vorher mit dem Ikarus auskundschaften. Wer legendär ist und wer nicht. Gut, dann schauen wir doch mal. So. Verteidige Schiffsführer von der Obsidiansinsel. Herausforderung normal. Einfallender Anwerber aus der Flotte der Status Misara. Schließlich Athena. Zwei epische Ausrüstungsgegenstände. Okay. Status Misara. Seeschlacht. Okay, hier war der mit der Seeschlacht. Warte mal, was ist denn der hier für einer? Eine Schwächung der Obsidiansinsel wird Sokos in eine Seeschlacht hineinziehen. Jetzt zeigt sich Beanung, wurde vollständig wohl stärker, schneller. Selbst Poseidon ist nicht so tödlich wie ich. Morgen brechen wir von Melos aus auf. Wonach ich mich sehne, ist eine Schlacht, eine Gelegenheit, die Rümpfe meiner Feinde aufzubrechen. Was ich suche, ist ein anders jemanden. An dem ja, ich weiß nicht, muss ich auf Athener Seite kämpfen? Oder muss ich auf Spartiaten Seite kämpfen? Ich werde jetzt einfach mal das Speer nehmen. Das heißt, es ist, glaube ich, Athener Seite. Einfallender Anwerber aus der Flotte des Staates Misara. Verteidigender Schiffsführer aus der Flotte der. Man soll die Obsidiansinseln schwächen. Scheiße. Komm, ich mach das hier. Ich weiß nicht, was ich da nehmen muss, Leute. Das Problem ist, ich kann danach, glaube ich, nicht mehr. Muss wieder ewig warten, bis ich da wieder was ein anderes nehmen könnte. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht haben wir Glück und decken ihn auf. Seeschlachten. Wie ich Seeschlachten mag. Diese Entscheidung. Dann leih uns wenigstens. Ja, mache ich. Ich segle für Athen. Mein Schiff steht euch. Exzellent. Ich hoffe, ich habe das Richtige gewählt. Stärke wäre es ja schon gut, aber ich glaube, dass die Schiffe jetzt bestimmt auch schon 52 sind oder so. Okay, das ist das Kosmos. Wir haben einen entdeckt. Das ist der hier. Ich segelte an den Sirenen vorbei und in den Schlund des Poseidon. Ja, okay. Die Wellen beugen sich mir in Angst. Okay, wir verfolgen den 53, du Scheiße. Offene Gewässer! Sind schwer bewaffnet und müssen sie wirklich angreifen? Pfeile bereit! Schieß deine Pfeile! Ein Treffer! Alter, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Zwei so riesen Schiffe. Wir müssen schauen, dass wir die irgendwie ändern können oder so.
hier nochmal. Oh, oh, oh. Blütigste See, Kapitän! Abfall, außer du wirst einen Kampf los. Ich würde die gerne ein bisschen rausziehen. Das Snacken, was hier ein bisschen außerhalb ist. Erhöht das Tempo! Bin bereit! Okay, die haben auch nicht mehr so viel. Eins noch. Bereit zum Feuer!
Oh, Baby! Sehr schön. Kultist erledigt. Richtig gewählt, Gott sei Dank. Soll die... Das, den haben wir schon. Genau, jetzt haben wir auch hier einen Hinweis wieder. Enthüllen. Man wird davon singen, wie ich Poseidon mit seinem eigenen Dreizack erschlug und seinen Kopf den Hai vorwarf. Komm. Bleib mal ganz, ganz ruhig bleiben. Okay, den holen wir uns als nächstes dann. Jetzt können wir hier gleich, machen wir gleich Kultisten weiter, Leute. So, die haben wir verfolgt, oder? Ist die schon verfolgt? Okay. Schauen wir doch gleich mal auf die Karte. Wo es Bitchy-Line ist. Aber wie finden wir die? Hier unten. Unten ist die. Das ist auch wieder ein Schiffskampf. 51, wo sind wir? Wir sind da oben, das machen wir nicht. Wir werden porten, bitte. Einmal porten. Da unten ist nämlich gleich eine Anlegestelle. Dann können wir nämlich gleich da einsteigen. Und die wegnatzen. Wir schauen aber auf jeden Fall nochmal vorher ganz kurz, ob wir nicht im Schiff noch ein bisschen was tunen können. Ein Tuning-Kit oder so. Okay, und da ist er schon. So, schon noch Schiffi. Schiffi. Können wir was machen? Jo, wir können auf jeden Fall was machen. Wir könnten schauen, dass wir hier was machen. Genau, hier machen wir gleich mal auf Epic. Oder Legendär. Gut, dann haben wir nur noch die zwei. Und dann ist das Schiff auch schon voll Gas ausgebaut. Das hat halt jetzt richtig viel gebracht mit der Seeschlacht, muss ich sagen, wenn wir dann einen Haufen Holz bekommen haben, Leute. Einen Haufen Holz. Nicht so weit weg. Ich muss mich schnell mal erledigen dann. Hoffen wir mal, dass sie nicht so viele Beiboote wieder hat. Den auf dem Deckel, Mensch. Auf dem Bierdeckel gibt's eine. Auf geht's! Legt euch ins Zeug! Macht schneller! Hey, komm doch mal her jetzt hier. Ungewöhnlich nervös, Herodotos. Wir nähern uns einer der ältesten. Wir müssen erneut schießen! Gleich geben sie uns unter Verkauf! Mann, sie will!
lächerlich. Diejenigen, die den Kosmos nicht fürchten, können lernen, unter den Wellen zu atmen. Okay, das scheint jetzt hier alles hier. Scheint alles hier Schiffsführer zu sein. Schauen wir mal, wer er ist. Den machen wir auch gleich. Oh, der ist weit weg. Oh. Da hinten ist der. Okay, dann müssen wir porten. Dann haben wir wieder einen kompletten Strang fertig. Denkt man gar nicht, dass man eigentlich ewig suchen muss nach den Kultisten und auf einmal machst du ein und dann ergibt sich dann so viel Neues. So, wir brauchen auf jeden Fall unser Schiff. Es ist hier. Das markieren wir uns schnell. Sicher kommen Menschen von überall her, um Aphrodite zu ehren. Oh, hier haben wir ja schon wieder so eine scheiß Festung. Ja, die machen wir jetzt aber nicht, Leute. Bloß nicht sehen lassen. Oh, nee, den machen wir jetzt nicht, den müssen wir außen rum. Die, glaube ich, mache ich dann mal offscreen oder so. Wir jetzt die blinden Kultisten erledigen. Ich glaube, das wird ja da hinten sein. Ist eh schon so weit weg. Wir sollen wieder ewig da, müssen wieder hinkommen. Setz die Segel! So, dass du wieder da bist, Kapitän. So, okay. Man ist ja weit weg, ey. 40 Kilometer.
Athena-Schiffe dürfen uns eigentlich nichts tun. Sind eigentlich nur noch die blöden Piratenschiffe, die uns immer angreifen. Athena und Spartanerschiffe greifen uns gar nicht mehr an, weil die sind komplett am offenen Meer, oder? Ja, das Schiff schaut schon cool aus jetzt. Sieht man schon, umso besser, umso mehr Verbesserung, umso goldener irgendwie wird's. Was ist mit Veldi hier los, Bitch? Mir erzähl. Ruder bereit! Das ist ein Gas hier. Ich muss auf jeden Fall davor abspeichern. Jetzt werden wir hier komplett wegnatzt. Da sind zum Beispiel Schiffe. Die greifen uns an. Das sind Piratenschiffe. Bleibt da hinten, ja genau. Wahrscheinlich wieder. Oh, das war mir klar. Die Form die Claw. Der jetzt hier voll Unterstützung hat. Ah, ja, so eine Scheiße. Okay, wir speichern. Ja, dann schauen wir nochmal, ob wir den kriegen. Schön.
So, die anderen lassen wir jetzt mal. Kultisten. Oh, wir haben Hinweis auf ihn bekommen hier. Dann brauchen wir noch zwei Hinweise. Es gibt einen Kultisten auf der Insel Kythera. Hilft den Leuten in der Nähe. Ist der hier? Ein Staatsschatz in der Lokris-Festung enthält einen Hinweis auf einen Kultisten. Lokris-Festung. Wow, wo soll ich die denn finden jetzt? Ist das Lokris? Hier ist die Festung. Kydönia. Hier ist auch noch. Festolato. Aladion. Marmorstein. Warum habe ich hier überhaupt nicht weitergemacht? Lokris Festung mit Hildes. Samus, glaube ich, war keine. Ah, ich habe einige Festungen ausgelassen, die wir machen sollen. Hier wird es auch noch ein komplettes Ding. Nein. Ah, okay, hier müssen wir auch nochmal auf jeden Fall hin. Myrina. Lokris-Festung. Visra-Festung. Könira-Festung. Eieiei. Odintes-Festung. Klar. Ich habe schon einige Festungen gemacht, halt, aber nicht alle. Hinris. Och, du Scheiße, soll denn die gute Festung sein? Okay. Puh. Kein Plan, Leute. Lesbos, war da noch was? Samus war auch nichts. Hier unten war ja eigentlich nichts mehr, glaube ich, oder? Aladon. Marmorsteinbruch, den haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Mann. Okay, ein Plan, Leute. Wo, wahrscheinlich haben wir den gar nicht aufgedeckt. Ja, hilft nicht, dann müssen wir noch auf den ein bisschen warten. Schade, weil ich diese blöde Festung jetzt nicht habe. Okay, der oben ist irgendwo im Steinbruch. Das ist das mit der Festung. Warte mal, wir könnten noch mal schauen. Lokris leicht einnehmend zu sein. Hm.
Der soll irgendwo ein Steinbruch und ein Sklaven, der hilft den Leuten in der Nähe. Ja, da war ich aber auch schon und finde nichts. Die hier. Es gibt einen Kultisten auf der Insel Kythera. Hilft den Leuten in der Nähe. Kythera. Insel Kythera. Insel Kythera. Kythera hier. Okay, hier sind einige Quests. Das könnten wir mal machen. Das machen wir auch jetzt, würde ich sagen. Wir porten hier und frühstücken dann hier alles mal so ein bisschen ab. Das aber dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, Leute. Ja, vielleicht, wenn wir auf die Insel herumeiern, vielleicht werden wir den dann auch mit Zufall erledigen. Viele Söldner sind es ja nicht mehr. Okay. Ich denke mal, dass da normalerweise reicht, wenn wir die Quests machen. Warte mal, da war noch eine Festung, oder? Ah, das ist eine andere Festung. Aber ich muss die Festung jetzt mitmachen, zumindest, dass ich die eine Quest dort bekomme. Also, wie ihr seht, Leute, wir haben schon noch ein bisschen was zu tun. Jetzt braucht man halt jetzt ein bisschen Ausdauer, sag ich mal, dass man das alles hier noch nach der Reihe abarbeitet. Aber wie gesagt, wir haben noch keinen Abspann gesehen, also ist für mich das Spiel auch noch nicht beendet. Und wahrscheinlich ist es für mich eh erst beendet, wenn ich, wenn da oben die Platin-Trophäe aufploppt, dann ist es für mich beendet. Vorher noch nicht. So, ich wollte jetzt nochmal die andere Waffenart nehmen. Schwere Keulen haben wir einen schweren Angriff gemacht, mit Stäbe aber noch nicht. Das heißt, wir nehmen die hier noch mit rein. Da gibt es nämlich auch eine Trophy mit allen Waffenarten, den Hochleistungsangriff ausführen. Hier gibt es einen Schatz irgendwo. Ich glaube, eher eine kleine Festung, die könnten wir jetzt eigentlich schnell mal durchjuckeln. Durchjuckeln, Leute, durchjuckeln. Sieht jetzt nicht riesengroß aus. Oh!
Super, genau das wollte ich vermeiden. Genau das wollte ich vermeiden. Jetzt haben wir den Scheiß da. Langsam Spartas Eroberungszug. Dann können wir das Feuer nochmal ausmachen? Kann man die mehr ausmachen?
Okay, wir können aber... Hä, wo ist denn das? Da drinnen. Nicht gefallen. So, es ist immer noch ein Schatz. Fertig. Weg. Das ist der Questgeber. Eine Söldnerin? Du wirst für deine Taten bestraft. Ich hab die Götter. Schimmer mal schnell durch. Dieses Verbrechen bleibt nicht un. Nemesis! Was ist geschehen? Mein Sohn wurde. Es war Kythera. Warum bist du nicht da? Geh zum Lager. Dieser Mord wird... Ich gehe zum Lagerhaus und werde mich umsehen. Finde heraus, wer der Mörder ist, Söldnerin. Ich sorge dafür, dass der Hund nicht wegläuft. Ich will unschuld... Das ist der richtige Ort. Oh, Malaka, dieser Gestank... Wer hätte gedacht, dass so teurer Farbstoff so stinken kann? Und wenn wir den Leuten hier helfen, dann müssten wir normalerweise auch dann irgendwann mal einen Hinweis auf einen neuen Kultisten kriegen. Das Armband sieht teuer aus. Es könnte ein Geschenk der Töchter sein. Oder ein Versuch, den Anführer anzuschwärzen. Nicht viel Blut. Der Schädel wurde zertrümmert. Vermutlich mit einer stumpfen Waffe. Okay. Das muss die Mordwaffe sein. Sie ist voller Blut. Und sehr schwer. Der kleine Kerl könnte sie nie im Leben hochheben. Okay. Was hast du herausgefunden? Ich durchsuchte das Lagerhaus und fand ein Goldarmband und eine schwere Steintafel voller Blut. Siehst du, ich sagte, du findest Geschenke von den Töchtern des Anführers. Das beweist nicht deine Unschuld. Und was ist mit der Steintafel? Tafel? Ich weiß von keiner Tafel. Söldnerin, wer hat meinen Sohn ermordet? Dieser Wurm oder Kytheras Anführer? Wenn der Anführer so stark ist, wie du sagst, dann hätte nur er so eine schwere Steintafel hochheben können. Dieser dürre Dieb hätte das nie als Waffe einsetzen können. Dann töte Kytheras Anführer. Du wirst bezahlt, wenn er nicht mehr atmet. Und sorge für eine langsame und qualvolle Hinrichtung. So wird es geschehen. Danke, dass du meinen Namen reingewaschen hast.
Kälte scheint ganz oben zu sein. Könnte er vielleicht, wenn es ein Anführer ist und der da ganz oben auf dem Berg wohnt, könnte es ja vielleicht ein Kulti sein. Wäre natürlich geil. Aber es ist natürlich kein Hinweis auf den Kultist aufgeploppt. Aber wer weiß, wir haben schon öfters mal zufällig einen umgebracht. Aber scheint bloß ein normaler Anführer zu sein. Kommt noch einer. Alter, was ist denn hier los? Wollt ihr mich verarschen? Das ist
Hattest du schon mal eine Waffe in der Hand? Halt! Ich sagte halt! Der down jetzt, oder was? Oh. Ist hier noch ein Kopfgeldjäger irgendwo? Nö. Wir könnten mal hier hingehen und unser Kopfgeld wegmachen. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ein Schatz, ne? Ruhe hier. Sehr schön. Nächsten Ort. Hier wir noch. Dann können wir eigentlich einmal hier so hier rumgehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt das eine Fragezeichen noch und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Da werden wir dann auch die Insel schauen, dass wir die abschließen. Ich kann es nicht versprechen, weil ich weiß halt nicht, wie lange die Nebenquests da funktionieren, bis wir halt den Kultisten-Hinweis dann auch bekommen. Da müssen wir mal einen Alt angucken. Hier ist wahrscheinlich ein Schätzele, Jägerhöhle. Ernsthaft, Fälle. Diese Luchse, ja, die sind... Mal sehen, was ich tun kann. In Gott sei Dank. Sie ist...
Du hast viel Blut verloren. Bitte, bring mich zurück zu meiner Frau nach Skandea. Machen wir das doch. Verlieren. Na, jetzt tu nicht so. Du wirst schon überleben. Ich werde müde. Gleich Level 54 schon. Und du musst seine Frau sein. Die Frau eines Idioten, fürchte ich. Hat dir dein Idiot gefehlt? Mein Liebster, du lebst. Und gibt es heute Luchs zum Abendessen? Red nie wieder von Luchsen. Es ist schön, euch beide vereint zu sehen. Wunderbar. Ich lasse euch zwei dann mal, Kehre. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Und wie gesagt, natürlich nächste Folge geht's weiter. Dann werden wir schauen, dass wir die Insel hier abschießen und halt Kultistenweise sammeln, damit wir die letzten paar Kultisten noch umbringen können. Genau. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.